Hi und willkommen. Mein Name ist Daniel Röpe. Und mein Name ist Mario Master. Und wir begrüßen euch zurück zu Let's Play Mario und Luigi Superstar Saga. Wir sind wieder zurück. Ja. Ein neuer Aufnahmetag ist wieder da. Wir sind stehen geblieben im Grinsewald, glaube ich zumindest. Ja, sind wir. Ich weiß aber nicht genau, was wir hier nochmal machen müssen. Naja, wir müssen den Hitzwein finden. Okay. Für so eine Prinzessin oder so. Ja. Oh, hi. Ja, also letztes Jahr gesagt, wir sind irgendwie kurz vorm Bosskampf oder so, ne? Bosskampf nicht. Wir stehen nur vor Walgard. Das ist er hier. Ich bin Walgard, der Wächter dieses Waldes. Oh Gott. In diesem Wald findet ihr die edlen Lachbeersträucher. Also wirklich? Sie irgendwie sehr komisch. Ich weiß. Um hier zu passieren, möchtet ihr drei Lachbeeren in drei Farben finden. Weiße Lachbeere. Rote Lachbeere. Rosé-Lachbeere. Nun bringt Lachbären in diesen drei Farben her. Dann gewähre ich Einlass. Alles klar. Erst dann gewährt der Einlass. Was für ein Bestecher? Ich gehe einfach so dadurch. Nee, es geht nicht. Er steht voll im Weg. Okay. Das ist ein fucking Baum. Was willst du gegen den tun? Ich baue meine Axt raus. Ne? Du musst gehen. Ja, genau. Ja, wir haben gerade extra noch geölt. Wir haben gerade noch geölt. Ja. Also muss mal alles klar. Wo wollen wir anfangen? Ich glaube jetzt nicht nach rechts. Hab ich den getroffen? Nein. Da! Ich glaube, er hat dich überrascht, kann das sein. Willst du ihn? Da! Er hat dich überrascht. Er hat mich nicht überrascht, er steht genau vor. Er steht genau vor dir. Ja, das haben wir doch. Haben wir doch irgendwie noch drauf. Ich hatte jetzt irgendwie Sorge. 15 Schaden. Hast du? Bumm. Ha. Alter, das war wirklich gut. 12. Ja, reicht doch. Siruppe. Sirup. Da ist noch einer. Töte ihn. Ich glaube, der hat mich abgeworfen. Oder auch nicht. Was? Ey. Wie kann das wagen? Ne? Er ist tot. Ja, ich muss mal meinen einen hier üben. Ich muss mal, warte mal, welchen hatten wir immer Probleme beim zweiten, ne? Ja, also du musst, es war so, du musst zweimal. Oder, ja, ich muss erstmal gucken, wo der Rücken muss. Ich tue immer diesen Sturz irgendwie von mal. Ich muss mal gucken, wo genau ich da drücken muss. Ja, dann mach auf 1. Dann hast du Zeitlupe und Knöpfe. Ja. Knöpfe meinte ich. Noch einmal da, dann da. Ne, da war der andere. Da haben wir schon raus gehabt. Ich meine den anderen dann. Aber da hast du doch. Achso, du meinst das mit dem Extra-Kommando? Nee, allgemein den Rhythmus. Ich vermasse immer im letzten Moment den Sprung. Ich tue immer zu früh oder zu spät drücken. Ich muss mal gucken, wann genau ich da drücken muss. Okay. Damit ich das nicht mal vermasse. Ja. Wolltest du jetzt nicht ernsthaft auf den drauf springen, oder? Ja, ich. Hast du gesehen, was das für Stacheln der hat? Boah. Ich glaube, er war zu schnell für dich. Ich habe irgendwie gesehen, wir haben irgendwie so einen Orden, da können wir irgendwie auf so Stacheldinger draufspringen. Ja? Stand irgendwie so als Effekt. Ah! Hat dich überrascht. So, das töte ihn. So, habe ich das extra Kommando hier schon? Nein, sonst würde da EXT draufstehen, also für extra. Ja, dann mach mal noch platt. War richtig? Nee, nicht ganz. Wieso nicht? Wir haben doch gerade geübt. Aha. Ja, die ist viel einfacher. Wird aber reichen, oder? Ja. Das sind doch keine Gegner für uns. Bam. Das ist so down. Aha, ja. Komm. Jawohl. Nee, ging nicht. Nee. Wieso nicht? Aber ich habe doch meinen Hammer genommen. Aua. Aber am Ende dieser Reise wird Luigi so Kopfschmerzen haben. Ja. Was soll ich denn? Aua. Aua, was soll ich denn sagen? Muss verprügeln ihn. Ups. Muss schon B drücken. Ja, was mach ich denn jetzt platt? Nein. Boah. Mein Brave, was kannst du eigentlich? Dann springen. Aus dem Boden.
Ja. Stirb. Jawohl. Dabei. Du musst P drücken. Ich war jetzt dabei. Der war schon geschwächt. 16. Hast du das gesehen? Ja. Habt ihr das gesehen? Ups. Oh, da war einer. Hab ich gar nicht gesehen. Ich wollte eigentlich da hochspringen. 10. Ja, der geht auf dich. Oh Gott. Boom. Ich war gerade, ich habe nur 3 Dingenspunkte. Mach erst mal deinen Angriff, süß. Okay. Ist ja gut, Hier, mein Bruder. Boink. Das war gut. Au, ah, mein Fuß. Ah. Ah, er hat dir deinen Fuß wehgetan. Ich hab doch gedrückt, Mann. Du musst B drücken. Ja, mach ich doch. Nicht. Boom. So. Aha, ja. Aha. So, jetzt hab ich das mit dem Switchen ja auch raus. Ach, jetzt sind schon wieder, ja. Da oben war doch oben, ne? Dann kommt man ja hoch. Kommt man einfach links? Hoher Sprung. Na, wechseln. Ne. Let's go. Reicht sogar. Frischwurz. Ja, falls du fragst, was das macht, das heilt uns von Statusproblemen. Alles klar. Gab es überhaupt schon in dem Spiel? Haben wir bis jetzt noch nicht gehabt, aber es gibt Gegner, die können uns hier vergiften. Danke. Ja. Naja, und falls es nicht weiß, die können auch gerne mal Verstärkung rufen. Also klar. Mehr Erfahrung. Also. Genau. Bäh. Machen wir mal. Ich muss ja das noch lernen, ja. So, extra Dingens. Wenn da kein Okay steht, hast du es auch nicht richtig gemacht. Aber ich hab doch gedrückt. Ja, das hab ich halt auch. Sirup. Moment mal, ich steuere doch. Entschuldigung. Ich bin auf ihn drauf gesprungen. Ah, die Gegner, die Spukbüsche, die können uns vergiften. Dann töte sie, bevor sie uns töten, mit ihrem Gift. Ja. Ups. Ah. Ah, was? Mein Gesicht. Was war das denn? Yeah, geschafft. Ja, es ist einfach, weil ich da immer so eine Aura um mich herum habe, aber der zweite. Weiß ich, wann ich drücken muss. Ja. Ich bin immer noch. Spring auf ihn! Hast du gut gemacht, mein Bruder. Frischwurz! Waha! 14! Oh. Hm. Das letzte Mal hast du Bart genommen. Nein! Plus 4! Sogar gemacht. Ich hab's einfach. Ich hab's drauf, Leute. Oh, Michi! So. Auch schön ausgeglichen. Ich nicht Bartpunkte. Habe ich letztes Mal schon genommen, glaube ich. Ich habe extra in die Aufnahme geguckt. Ich weiß nicht, was du beim letzten Mal genommen hast. Bartpunkte habe ich nachgeguckt. Was nimmst du jetzt? Ich nehme HP. Nee. Boah. Plus 2. Muss mal den Tankrolle hier ein bisschen aus. Auskosten. Ja. Was wird? Ja, ich habe es gesehen. Höhle der Rosela. Bring es hoch, mein Bruder. Ah, nein. Also, Sirup. Oh. Money. Pilz. Sirup. Und jetzt die Rosébeere. Na komm. Pilz. Pilz. Guck da. Warum ist was? Entschuldigung. Was da? Ja.
will mal was gucken. Will mal in mein Ohr. Tatsächlich, wir haben wirklich einen Stachelkiller. Ja. Aber gerade von uns ausgerüstet. Bringt uns auch ehrlich gesagt nicht viel. Naja, wir können einen Hammer einfach benutzen. Genau. Also. Also macht es uns gar nichts. Rechts genug halten. Du bist dran. Ich verstehe irgendwie die Physik hiervon nicht. Ich auch nicht. Achso, ich. Oder ob es hier wirklich Gesetze gibt für Physik? Ich weiß es nicht. Ja. Lass mal rüberfliegen. Ja. Spin. Wutsch. Ah, guck, da ist die Roselachbeere. Boah, die lacht aber überhaupt nicht. Was ist das denn? Warte, Moment, geh nicht runter. Erstmal links runter. Links runter. Ja, ist okay. Links runter, da war ich noch ein Fuß. Weiß ich nicht, wo ich Pilz. Irgendwann muss. Oh. Ups, das wollte ich nicht. Entschuldigung. Ich stell mir nur irgendwie vor, wie irgendwann so ein Dings hier rauskommt. Aus, anstatt so ein Pilz kommt da irgendwie so ein Glas Bier raus. Warum ein Glas Bier? Warum ein Glas Wein? Weil da ein König Pilsner ist. König Pilsner. Mein Gott, war der scheiße. Ja, okay, ist gut. Okay, wir sind jetzt wieder ein bisschen weiter zurück. Wo sind wir jetzt? Karte bin ich aufgeschmissen, ja. Ja, da ja, sind wir, ne? Ja, wir müssen jetzt wieder nach da hinten zurück. Ups. Ja, keine Sorge, das mit dem Fass müssen wir nicht nochmal machen. So, Boing. Ich bringe uns ans Ziel, mein Bruder. Guck mal, da sind wir schon wieder. Ja. Ja, komm. Ja, nach rechts jetzt mal. Wir müssen auch nochmal nach links. Sie auch irgendwo hier, oder hier was? Ah. Ja, das ist ein kleiner Baum. Hm? Ich bin die Enkelin der großen Waldegard. Das war eine Sie? Was? Was fährt euch ein, so einfach in mein Zimmer einzudringen, ihr Frechlinge? Aber wenn ihr schon mal hier seid, könnt ihr genauso gut eine nützliche Kleinigkeit lernen. Was denn? Habt ihr schon die kleinen Markierungen auf dem Boden gesehen, ihr beiden? Ich habe übrigens einige von diesen Dingern schon in den Aufnahmen gesehen, als ich die bearbeitet habe. Richtig. Die waren überall verteilt. Ja, wir hatten auch schon die Möglichkeit gehabt, einige davon auszugraben. Sie zeigen an, dass hier in dieser Stelle Bohnen im Boden stecken. Bohnen? Im Boden. Wenn der Grüne im Boden versinkt und bei der Markierung wieder auftaucht, kann er jeweils eine Bohne ausgraben. Hier sind genau 5 Bohnen im Boden vergraben. Findet alle 5 und ihr öffnet euch das... Und ich öffne euch das Gitter da vorne. Naja. Aua. Ich hab Spaß dabei. Oha. Na, merkst du schon meine Euphorie? Ja. Ja. Super. Weil ich dich da reinkloppen kann. Tut's weh, mein Bruder. Aua. Wir müssen wieder zu. Mach die Tür auf, alle. Oh. Mach die Tür auf. Alle 5 Bohnen, gut gemacht. Bravo. Fantastico. Vergesst nicht, die Bohnen einzusammeln, wenn ihr mal wieder solche Markierungen im Boden seht. Muss man ein bisschen Backtracking machen irgendwann. Naja, so ganz so wichtig sind sie nicht, aber wir sollten schon so ein paar sammeln. Gute Nacht. Gute Nacht. Naja, wollen wir weiter? Ja, boink. Das ist die große Lachbeere. Oh mein Gott, die lacht. Manchmal. Hey, da ist ein Wiggler. Guck mal da. Was ist das denn? Ein Wiggler-Hintern! Ein Wiggler-Hintern! Los, jetzt ist er weg. Na, jetzt muss ich dich hauen, ne? Au. Erstmal. Ich halte mich bei. Guck mal da, das sind Markierungen, wo ich sehe eine. Ich wollte doch dich hauen, Mann! Ich will mich erst mal umsehen. Ich will mich umsehen. Okay, ich stehe einfach nur mit meinem Hammer so hinter dir weiter. Komm her, mein Bruder. Komm her, mein Bruder. Jetzt. Au. Aua. Du musst mich nur einmal hauen. Ich weiß. Mamma mia. Du sollst da reingehen. Aua. Ich glaube, der Wegler ist sauer. Los, schnapp den. Schnapp ihn dir. Warum ich? Los, du bist... Erschreck ihn mit deiner Größe. Was
sie dann, wenn du so in den Kampf rein. Okay. Schade. Okay, wir haben einen Bosskampf. Hi. Naja, wie besiegt man am besten einen Wiggler? Wir müssen schön drauf springen. Aua, wir müssen erstmal auf seinen Körper drauf springen. Okay, dann mach ich das mal. Punk. Ich glaube, der ist sauer auf uns. Meinst du, wir haben bei dem was kaputt gemacht? Ah, wenn wir ein paar Mal auf den seinen Hintern drauf gesprungen. Meinst du, der ist sauer auf uns? Ach. Hey. Guck mal, wie traurig er guckt. Hackebrüder! Was? Er ist down? Er ging schnell. Das ging wirklich schnell. Also aber sehr hart zugeschlagen. Ja, ich glaube, ich habe ein bisschen zu fest draufgehauen, kann das sein. Wow. Wie ist er rein? Wie halt immer das Gesicht im letzten Moment wechselt. Ich habe eine rote Lachbeere. Die lacht aber nicht, Mann. Was? Mein Bild ist weg. Kannst mich nicht heilen, ich bin weg. Ach ja, genau, du bist weg. Wirf den Pilz über die Mauer. Damit es dir besser geht, mein Bruder. Ja. Mach mich bitte wieder. Dankeschön. So, jetzt nach rechts. Nach rechts. Nach rechts abbiegen. Jawohl. Oh. Das war jetzt aber gerade ein schwerer Bosskampf gegen den Wiggler, ne? Ja, irgendwie schon. Ich hätte nie gedacht, dass ich den mit einem Schlag down bekomme. Er hat so ein oder zweimal angegriffen. Ja. Na, Bohnen. Ah. Das sind keine Bohnen, das sind Nüsse. Ich weiß, aber da unten habe ich welche gesehen. Boden. Bohnen. Ha. Ha. Also, sie kommen voll nur auf mich zu. So, machen wir mal. Nee. Boah, warum denn nicht? Ey. Hast du dir das von denen gefallen? Ja. Ha. Kann einer von euch golden werden, ey. Ja, ich will Erfahrungspunkte haben. Oh. Das dafür, dass du mein Bruder geschlagen hast. Siehst du, ich tue alles von mein Bruder. Ah. Ja. Warum? Ey! Nein. Mann! Ich kann auch. Dieser eine Frame! Der alles kaputt gemacht hat. Aha! Oh, jetzt komm, mein Gott. Verstehe nicht. Wenn er blinkt, war er richtig oder was? Wenn er okay steht, hast du das richtig gemacht. Ja, ich habe immer so eine rote, so eine grüne Aura. Ja, dann musst du auch drücken. Dann muss ich drücken. Ja, wenn diese grüne Aura erscheint, musst du drücken. Boah. Geht bei mir natürlich, wenn ich eine rote Aura habe. Mein Boah. Gott, kann ich reden. Aber so war gleich nochmal. Ich glaube, ich hab ihn getroffen. Ja. Jawohl, ich habe sie voll mal getroffen. Boom. Dann muss ich halt nur bei mir hinkriegen. Ja. Wir sind bei... Guck mal, da, die sind doch alle schön gestunt. So, oh mein Bitte. Gott. Bitte, geht doch alles. Nein. Das war auch gut. Ja, da unten in der Mitte war ein guter Boden abgesehen. Oh. Aua. Mein Brave. Warum wurde ich da getroffen? Ich hab den nicht gesehen. Ich hab ihn nicht gesehen. Ah, oh, sehr gut. Mein Gott, kann mal einer golden werden? Boah, das war knapp. Aua. Hast du schon dein Bonuskommando? Nein, kann ich noch nicht. Der ist golden! Den müssen wir uns schnappen. Schnappen wir ihn uns! Sehr gut. Bam! Boah. Das war gut! Sehr gut. Wir sind einfach die Besten. Ja. Hat aber gar nicht so viel gegeben. Da, Stachelkeller, was ist das denn? Ja, damit können wir auf stachelige Gegner springen. Da war der Orden oder was? Ja, das war der Orden. Sind hier noch Gegner? Ich sehe. Sind hier noch welche? Nö, lass die Bohnen einsammeln. Na gut.
Aua. Grinsebohne. Hier lang. Ja. Erste Bohne. Startposition. Eine Kurzballade in einem Satz nach In Vino Veritas. Sind unsere Körper auch getrennt? So fliegt mein Herz, wohin es will, bei einem Druck auf Start. Oh, das ist naja, poetisch. Das ist wirklich sehr poetisch. Da ist eine Bohne, ich sehe eine Bohne. Egal, hol du erstmal. Erst wirst du geschlagen. Ja, du solltest dich mal dich mal umsehen. Wieso? Was ist denn hier? Naja, geh doch schon mal vor das Tor. Dann, wenn du Start drückst. Ach, jetzt muss ich da, okay, alles klar. Das musst du da drücken. Das ist auch kompliziert, Mann. Let's go. Let's go. So klein und kann Hammer schwingen. Ja, ich bin klein und niedlich. Okay. Aber warte, Moment. Ich weiß, was jetzt kommt. Guck mal da, was da ist. Da kommst du ja gar nicht durch. Oh, jetzt muss ich dich wieder abholen. Oder du kommst zu mir, genau. Ja, ich muss zu dir kommen, Fauststück. Da bist du ja. Mach mich wieder groß. Danke. Also bin ich mit dem Hammer um, wenn du klein bist. Grinsemon, also und dann nur mal die da unten auch direkt. Also. Ja, hol mir die da unten auch direkt. Genau. Ich bin so flink wie der Wind mit meinem Schlag. Ja, das ist schon so. Ist das nicht schön? Ja, hallo? Ja, ich hoffe, da ist rein. Ja, ich kann da durch. Ha, ha. Ich glaube, da müssen wir uns beeilen. Wieso? Ich glaube, das ist. Ich meine, das ist. Ja, es ist eine Zeit-Challenge. Oh Gott. Du musst aber auf den Punkt springen. Komm oben drauf. Nimm mich mit. Das schaffen wir nicht. Tauschen. Oh Gott. Und reinschlagen. Schlag mich rein. Nee, schaffen wir nicht. Ja. Oh Gott. Wir müssen uns was einfallen lassen. Wir müssen uns was einfallen lassen, mein Bruder. Okay. So, gehst du jetzt rein und drückst auf Start. Ja, ich muss jetzt rüber springen. Drück auf Start. Ich habe eine Idee. Du stellst schon direkt auf vorne hin. Genau. Ich weiß nicht, ob es das so sehr bringen wird, aber. Okay. Hau drauf, spring rüber und komm zu mir. Und dann komm ich wieder rein. Okay. Beilung, mein Bruder. Ich komme schon. Ja, wechsel. Renn, 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 kleiner Mann, renn. So, Zeit ist angehalten. Das wollte ich nicht. Du bist ja sowieso drüben. Du kannst ja jetzt einfach. Ja, ich habe versehentlich stark gemacht. Kannst einfach die Dings einfach. Ja, ich habe eine weiße Lachbeere. Die lächelt aber gar nicht mehr. Die grinst mich nicht an. Die ist irgendwie so. Keine Ahnung. Mach mein Leben ein Ende. Gesicht. 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 Ich begehe gleich Suizidgesicht. Keine Ahnung, die sehen voll depressiv aus. Ja. Und hier, da, die ganzen Bohnen, die grinsen uns alle blöd an. Ja. Ja, komm, lass mal speichern. Ja. Und noch 6 Minuten. Ja, das tritt sich ja ganz gut, weil wir sind ja gleich schon am Ziel. Ja. Und davor können wir ja können wir den Part beenden. Erstaunlich, ihr habt alle 3 Bären gefunden. Schreitet voran auf eurem Weg. Da gehen wir aus dem Weg. Hurra, es geht weiter. Der Fiesebaum wollte uns einfach nicht durchlassen. Aber es war ja klar, dass ihr die Drecksarbeit für uns erledigen würdet. Wie können sie es wagen? Hey, Azubi, hier wird nicht getrödelt. Ab durch die Mitte. Das ist nicht mal keine Anspielung, oder? Dann gehen sie einfach um. Ja. Das mal irgendwie keine Anspielung, war. Pilz, König Pilz, nein. Achso, hier muss man springen, oder was? Nein, das ist ja irgendwo was versteckt war. Es gibt auch versteckte Blöcke hier. Unsichtbare Blöcke, oh nein. Doch. Der Albtraum von jedem, der irgendwie Romex von Mario spielt. Ah. Ja. Eine Lachbohne. Die Romex von Mario gespielt haben? Ja.
Da sind immer so, du willst irgendwie rüber, irgendwo rüber springen und dann ein unsichtbarer Block und du stürzt in den Abgrund. Weil war auch schon beim normal, warst du? Ja, auch so unfair platziert. Ja, teilweise. Na gut, okay, ich würde mal sagen, hier speichern wir und dann geht's im nächsten Part weiter. Boah, alles gleich an. Ja, Grinsewald, Lachbär, Strauch. 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 Bong. Bong. Ja, bis zum nächsten Mal. Ciao. Bye bye.